Was geht ab, meine Freunde? Wir machen uns auf den Weg jetzt zur 3-3 Nationalmannschaft. Der Luca und ich zum ersten Mal spielen zusammen Nazio, Alter. Wie geil ist das denn? Luca ganz vorbildlich im Nazio-Dress. Ich wie immer ohne. Erzähl's keinem. Auf jeden Fall haben wir jetzt erst noch einen Tag Vorbereitung in Kienbaum im Olympiastützpunkt. Ganz, ganz tolle Erinnerungen dran. Alle Jugendnationalmannschaften da durchgelaufen, ganz viele Tryouts gemacht, 40 Kinder in einer Halle. Ganz wild. Aber Kienbaum ist eigentlich ganz cool für einen Tag Training. Habe ich da sehr Bock drauf. Und dann machen wir uns auf den Weg von Berlin, fliegen wir nach Venedig und da haben wir dann in Lignano, oder so heißt das, ein Turnier, eine Nations League. Und von daher nehme ich euch mit. Viel Spaß. Dafür liebe ich Kimo mehr. Ne? Wir haben hier schön richtig gutes Essen. Dann noch Wasser, Milch, ein Äppelchen, Brot. Alles da, ne? Alles da. Hey! So, ja, auf jeden Fall sind wir jetzt in Kimo mehr angekommen und wir haben jetzt schon gesnackt. Es gab Milchreis im Snack. Milchreis war früher mein Lieblingsessen, aber ist auch egal. Wir tapen uns jetzt. Ich tape mich eigentlich immer. Man weiß nicht, was kommt, werde ich mich trotzdem tapen, einfach zur Sicherheit, um sicher zu gehen, okay, dass man sich später, wenn man vielleicht umklinken sollte, nichts vorwerfen kann und sagen kann, ja, man hat trotzdem das Beste gegeben. Von daher ist einfach so ein Prinzip, ist einfach wie so eine Disziplin, die man tagtäglich weiter oder jedes Training einfach macht. Dann machen wir uns ready zum Training. Bis gleich. Peace. Training fertig, war sehr, sehr gut, hat Bock gemacht, waren auch volle 2 Stunden und dann merkt man es jetzt. Und gleich brauche ich unbedingt ein Physio-Treatment, jetzt wird erstmal ins Wasser gesprungen. Komm, Luki, zeig mal was, oder? Ah, du willst nackig, ne? Willst du nackig oder mit? Hast du noch ein Video gehabt? Ja. Ich frage dich, ob du nackig willst oder nicht, ich zeig's eh nicht. Ja, ich bin nackig. Okay. Nice. Aber da hinten fischt jemand. Skibidi paar Fisch. Nice, Luki. So, muss ich auch noch nackig machen und dann geht's rein hier. Schönen guten Morgen, es ist 6 Uhr morgens, noch nicht mal 5 Uhr 45 oder so. Und wir machen uns jetzt auf den Weg nach Italien. Ich habe ja schon zu Luca gesagt, also was haben wir eigentlich für ein gutes Life? Ich bin so dankbar, ey. Richtig geil. Sehr, sehr nice, aber ich bin ein bisschen müde, vielleicht sieht man's. Auf jeden Fall machen wir uns jetzt auf den Weg. Dann sehen wir uns am Flughafen. Peace. Ich denke jetzt auch, das ist vorbei. Wenn man den Mods verliert, ey, mein Gott. Gib mir fünf. Nein, yes. Aurelius, wie geht's? Ja, halt zu den Grenzen, ne? Wir fliegen zwar nach Venedig so und haben ein Hotel sofort am Strand, aber hält sich ja die Grenzen, ne? Ist doch klar. Ey. Komm, Basti. Gib mal einen Bucket hier. Ohne Ball. Gib mal einen Ball. Ja. Ja, bitte. Ha! Hey! Mit Fake, Digga? Oh shit. Oh shit. Oh, da ist übrigens das Meer, ey. Kann man machen. Morgen um 5 Uhr erstmal Liege reservieren hier. Richtig deutsch. Brauchst du nicht, sind die noch frei für uns. Achso, ja, stimmt. Ja. Geil! So, jetzt sind sie umgezogen und dann geht's ab zum Game in Richtung Court. So, da laufen wir jetzt ein mit den eigenen Teams. Oben rechts findet ihr das Video, was ich neulich hochgeladen habe, wie man 3-3 nicht spielen sollte. Also sozusagen ein Tutorial, weil wir die ersten 2 Spiele halt wirklich sowas von schlecht waren von uns. Hier gegen Österreich, wir sind ein kleines Team, das heißt, wir spielen Small Ball und wir sind eigentlich alles Schützen. Von daher, wenn wir treffen,
kann man jedes Team richtig aus der Halle fegen. Und wir müssen natürlich rebounden. Wenn man halt natürlich nicht trifft und dann dazu noch keine Rebounds holt, ist es super schwierig. Österreich, sehr, 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 sehr physisch scharfes Team. Hier gehe ich zum Korb, ziehe einen Foul. Versuche nochmal meine Mitspieler einzuheizen. Gute Moves, eigentlich Spin-Moves und so weiter, aber auch wenn halt die Forts nicht gepfiffen. Wir haben richtig hart gehustelt, wir auch hier am Boden liegen und so weiter. Wenn ihr den ganzen Spielbericht sehen wollt, einfach mal den Link oben rechts klicken und dann kommt ihr zum ganzen Spielbericht. Hier noch ein cooler Tunnelpass und jetzt geht's weiter. So, weiter geht's zum nächsten Spiel gegen Frankreich. Das war das zweite Spiel an diesem Tag und das Problem ist wieder, wir waren ein bisschen körperlich halt unterlegen. Die hatten halt große und sofort am Anfang blöde Fehlpässe, aber das passiert halt. Wir spielen da noch nicht so lange zusammen, haben auch gute Plays wie hier, super freier Dreier. Aber da sieht man schon, wir haben einfach wirklich nichts getroffen. Die ersten 2 Minuten gingen sie noch, wir waren nah dran. Aber auch ich bricke hier einen nach dem anderen. Ich meine, man sieht auch die Fahnen im Hintergrund, es war super windig und schwierig. Aber Frankreich schießt halt rein. Auch hier wieder Brick, keine Ahnung, wir waren zwar knapp, aber wir kämpfen halt, wir kriegen die Rebounds. Wir sind immer noch als Team zusammen, alles okay, wir sind nur -4, nach 3 Minuten alles gut, wir bewegen den Ball gut. Hier ein guter Move von mir, einfach easy Buckets braucht man auch mal, aber wenn die Dreier nicht fallen ins Small Ball Team, ist das schwierig. Wieder Dreier daneben, haben sich alle gut angefühlt. Hier Rebound von Luca und das ist halt auch so bitter, wir kämpfen und dann passieren dann so unglückliche Sachen, das frustriert natürlich. Und hier lasse ich meine Frustration ein bisschen raus. Am Ende haben wir uns noch richtig krass zurückgekämpft. Hier nochmal ein Foul, zum Korb ziehen, Foul, aber auch ganz klassisch. Man sieht die Fahne im Hintergrund, das ist super windig. Konzentriere mich, nimm mal einen Wurf und brick ihn einfach komplett. Verrückt, ja. Im Nachhinein kann man drüber lachen, aber in dem Moment ist halt super nervig, super kacke, wenn man denkt, so wir haben. Ich sag euch mal am Ende mal, wie viele Dreier wir getroffen haben. Aber diese Szene zeigt nochmal alles ganz genau hier. Nochmal. In and out, ganz knapp daneben. Wir kriegen den Ball, nochmal freier Dreier. So einen freien Dreier kriegt man nicht nochmal daneben. Ich kriege den Ball noch in der Zeit, werfe ihn und nochmal in and out. Das kann nicht sein. Das spielt das Spiel einfach wieder. 0 aus 22 Dreiern. Okay. Jetzt melde ich mich einfach nochmal so. Erstes Spiel gegen Holland, erstes Spiel gegen Österreich. Nur 3 Dreier getroffen, aber auch sonst nichts getroffen. Die Österreicher haben 6-7 Dreier getroffen, alles reingeschossen. Keine Chance, haben wir irgendwie mit 5 Punkten verloren. 2 Spiele gegen den deutlich besten Gegner Frankreich. 0 aus 22 Dreier getroffen. Nix drum. Richtig, richtig schlecht von uns. Wirklich unfassbar schlecht. Aber jetzt hat es richtig angefangen zu regnen. Das heißt, dass die ganzen Finals und die Halbfinals und so werden jetzt in der Halle wieder weiter gespielt. Da wir jetzt halt 2 Spiele verloren haben, sind wir nicht weiter und haben jetzt heute auch kein Spiel. Wir werden aber Videoanalyse machen und so weiter. Aber wie viel kann man analysieren, wenn man 0 auf 22 getroffen hat? Naja, 33 super anstrengend, super glatt. Ihr habt schon in meiner Instagram-Story gesehen, dass ich jetzt ein bisschen Reis gegessen habe, viel Salat gegessen habe. Heute Abend werde ich nochmal so normal essen. Weil es so heiß war und so eine ganze Sonne, da konnte ich gar nicht so wirklich was Gescheites runterkriegen. Auf jeden Fall, ist immer noch, ich bin so dankbar für das, für die Chance hier. Es einfach, macht einfach richtig viel Spaß. Mund erwischen, morgen geht's weiter. Oder Basti? Morgen ist ein neuer Tag. True that, morgen ist ein neuer Tag. Kann noch besser werden, ne? So sieht's aus. Besser machen kann und so und dann mal schauen, ey, nochmal alles geben im nächsten Spiel. Luki, flex mal in die Kamera. Gleich.
So, tschüss, ich muss das Wasser holen und trainieren wir. So, letztes Spiel haben wir gewonnen. Es ist irgendwie 27, 28 Grad hier, kein Lüftchen, das heißt, wir haben endlich mal getroffen, kein Wind. Dreier getroffen jetzt am Ende im letzten Spiel und die Holländer richtig zerstört. Ich habe auch ganz gut gespielt, hatten dann nochmal richtig schönen Abschluss. Leider werden wir es trotzdem nicht ins Halbfinale schaffen, weil wir gegen Dings so hoch verloren haben. Aber jetzt zumindest mal ein positiver Abschluss. Und, jetzt genießen wir noch die Zeit hier. Bleibt ja nichts anderes übrig, Zeit noch genießen und daraus Lehren ziehen. Und von daher freue ich mich jetzt heute Abend nochmal, jetzt gleich nochmal an den Strand, ein bisschen chillen, dann nochmal die Mädels zu gucken. Und dann geht's morgen schon wieder nach Hause. So, ich setz mir jetzt. Das Wasser ist arschkalt, aber egal. Ich lege mich jetzt hier nochmal kurz rein. Sonnenaufgang. Wunderschön. Dort sieht man mehr. Und dort sieht man mehr. Unfassbar krass. Dann ab ins kühle Nass. Schon nicht so entspannt, aber Sonnenaufgang in Lignano in Italien. Und ich sehe einfach zwei Ozeane oder ein Ozean, wie schön. Guck mal, wie rot ich einfach bin, weil die Sonne so krass im Schein ist. Und hier ist so ein Riesenpark. Also eigentlich doch gar nicht so schlecht in Lignano, auch wenn sehr, sehr touristisch. Und das ist halt echt nicht so schön, diese Pauschalreisen. Aber muss sagen, mit so einem Sonnenaufgang auf dem Whirlpool und Blick erstmal aufs Meer und auf so einen coolen Park, macht das schon was her. Von daher hatte ich sehr, sehr viel Spaß hier. Ich kann euch noch ein paar Thumbnails schießen. Ja, auf jeden Fall werde ich vermutlich auch noch das 3x3 in Köln spielen. Da nehme ich euch auf jeden Fall mit. Und dann gibt es am Sonntag den ersten Travel-Vlog. Von daher schaut rein. Costa Rica stand dieses Jahr auf dem Programm. Abonnieren nicht vergessen, Glocke machen, damit ihr auch nichts verpasst. Und noch viel wichtiger, erzählt es euren Freunden. Peace, euer Luis.